Hamburg einen fetten Applaus für Shinoa Christ. Gut, die Vize-Europameisterin 2020 und ein Kämpferherz vorm Herrn Kim van der Velde. Die Sandra Ittlinger. 20 Hamburg, einen dicken Applaus für Sarah Schulz. Da hatte ich nur so, ach hier, das sind übrigens meine Eltern. Und nett übrigens, also sehr nett. Und dann kurz mit denen gequatscht und da habe ich auch nochmal das Lob weitergeleitet, weil das muss man echt sagen bisher. Also erste Rallye gucken wir uns mal an, Shinoa darf sie direkt belohnen. Und dich darauf zu fokussieren und alles hinten anzustellen, dann bist du natürlich gern gesehen. Ja, und es ist ja auch spannend, hat sie auch selber darüber geredet und wir sehen es ja auch jetzt hier wieder. Da sind Elemente bei, die laufen noch nicht so, wie es eigentlich jetzt sein soll, laut dem Leitbild in Witten. Wenn das Turnier, so habe ich es jetzt heute Morgen dann hergeleitet, ja, dann bleibe ich ja quasi dabei. Ja? Finde ich gut. Kann ich mich mit vereinen, auch wenn ich mir jetzt da nicht sicher bin? Nee. Ja, okay. Chat, da müsst ihr beantworten. Sind die wieder ein Ding? Also, oder ja. Will sie dann Trend wieder neu setzen oder sowas? Also. Ja, Sandra, ja, Trendsetterin. Ja, deswegen frage ich ja. Wer? Geile Abwehr von Kim wieder. Ja. Hat ja eh, hast du den? Oh, das ist zu spät, war auch faul. Ja, aber ich glaube, er sollte irgendwie flacher sein. Also, ja, sie hat auf jeden Fall irgendwas abgeschaut. Anna Grüne ist leider immer noch laborierend an einer Schulterverletzung. Und boah, ist das ein guter Aufschlag von Sandra Ittlinger. Christ van der Velde, das war ja ein absoluter Banger. Da ist der erste. Jetzt Block. Kannst du mal gucken, ob die Blockstatistik funktioniert. 17-19. Fall bei ihrem guten Standfloat bleiben. Sarah noch gut entschärft, der war eklig so von der Höhe. Breakchance zum Ausgleich. Pass ist gut. Ist okay. Nein, Shot. 19 Race beide. Oh. Ich würde mich nicht wundern, wenn es ein Assist in der Satz trotzdem noch vorbeigeht. Alter. Kim ein bisschen zu doll ein. Ja. Den liest Sandra. Perfektes Timing. Boah, feine Lösung. Hatten wir bisher, Achtung, jetzt Jinkies bestimmt, hatten wir keinerlei Internetprobleme hier in Hamburg. Aber das ist, weil wir uns auch nicht selber ums Internet gekümmert haben, oder? Ist auffällig, oder? Ja. Das ist einfach, sie ist einfach so ein Original. Das ist geil. Ja. Und ich fand auch schön, dass die... Ich war gerade kurz davor, dann Marco zu erinnern, dass er das mal notieren soll für unser Technik-Department. Aber in 3 Wochen Düsseldorf, da wird neu gewürfelt, Alter. Da würde Robbie Hunke hier sitzen. Wie bei Olympia, meinst du? Ja. Sollen wir eigentlich da mal einen Approach machen? Würdest hast du schon mal gesagt. Das meine ich ernst, ne? Wir sollten einen Approach machen, dass wir beiden Olympia kommentieren dürfen. Auch in Öffentlich-Rechtlichen würde ich machen. Sonst habe ich da nicht so Bock drauf, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen würde ich es machen. Oder? Nächstes Jahr im Sommer? So, Jordan, ich wäre auch schon in der Lage, ein bisschen anzupassen. Ja, aber natürlich reden wir über Deckel und Kugeln. Also Deckel ist doch etabliert. Ja, klar. Hier in front of us mit den Spezi-Tops. Sarah verliert da auch sehr interessant ihre Kappe. Ja, der Ball ist knapp raus. Und wir gehen in Satz 3. Shinoa steht auch immer sehr weit weg von dieser Außenlinie. Wieder ein guter Aufschlag. Overpass. Chance auf plus 2 zu stellen direkt. Nö. Shinoa sagt nein. Wichtiger Block. Slip and Crash würde das heißen bei meiner Soundeffekte-Datenbank. Die kennst du mittlerweile auch alle auswendig, ne? Mhm. Schönes Timing von Sarah Schulz. Gut. Und belohnen? Ja. Ja. Stabil. Starke Passage da hinten in der Defense. Mhm. Die Damen da drüben. Annahme steht. Block. Der fällt drauf. Nummer 4 für Shinoa Christ. Führungswechsel. Der World Tour fasst jeder den Dankeball an. Ja. Gar keiner Bock, sich irgendwie wegzubewegen und nach hinten gedrückt zu werden mit einem Bagger. Block-Touch von Shinoa muss. Friedens-UFO, Alter. Zwingende Lösung wird gebraucht von Kim. Nee. Okay, boah, der ist so richtig. No way, Kim! Was den hat. Jetzt wird wilde Sau gespielt. Kim hat den fast auch noch. Schlechter Annahmekontakt. Wow! Den spielt sie perfekt ans Netz. Was ist das für ein Zuspiel? Reigung fasst es perfekt zusammen. Alles richtig. Alter, es ist aber ein heftiger Aufschlag. Plus und was zwei. Für eine Crunch-Time-Aktion von dieser Dame. Und nach links wegflatternder Aufschlag. Kim und Shinoa sind kurz davor, zwei aus drei. Der ist wieder drin! Back-to-back-Asse von Shinoa Christ. Sie sammelt ein. Bin ich gespannt, ob sie Diagonalblock spielen. Ich würde Linieblock spielen mit Diagonalabwehr. Sie macht ihn, der Feld für den zweiten Titel, Shinoa Christ und Kim van der Velde.
Champions auf Bremen und jetzt auch Champions auf Hamburg. Okay, Prost. Browser auf, wir streamen wieder. Es geht nochmal los. Es geht nochmal los.